Kuhlmann, der sich jetzt noch den Kopf hält, offenbar bei dem Zusammenfall, beim Kopfstoß vor etwa 1,5 Minuten. Und er wird sofort betreut. Beckenbauer. Er spielt heute ein sehr solides Spiel, ohne überragend zu sein. Gemütlich als Kapitän Linienspiel bringt der Falker Perlmann zum ersten Mal am Ball und er versucht es. Und kein schlechter Einstand. Der kleine Kölner, der jetzt zu Bayern München spielt, noch erst einmal die Wiederholung, kann jetzt natürlich noch einmal Druck ins Spiel bringen. Als frischer Mann. Minuten sind zu spielen. 2:1 führt Griechenland. Möglich, dass Helmut Schön noch ein zweites Mal wechselt. Zierung, Josef Zierung vom 1. FC Kaiserslautern läuft sich ein und hier ist Jupp Derwall, es wird gewechselt. Und ich glaube, es ist Jupp Heynckes, sehr schwer zu erkennen von hier oben. Jawohl. Führung, der ja links wie rechts außen spielen kann und nach längerer Zeit hat der 1. FC Kaiserslautern wieder einen Nationalspieler. Domassos. Delicares. Gegen Schwarzenbeck. Sehr gefährlich, diese Angriffe. Immer noch nicht weg. Fuchs war dazwischen. Kein Hand. Beckenbauer. Abgefälschter Schuss, aber zu schwach. Isopides.
Beckenbauer. Hölzenbein. Viel Platz jetzt für Larati. Und Delikari sehr geschickt gemacht. Schauen Sie sich dieses Abspiel an. Domasos. Deutsche Mannschaft noch. Möglichkeit, Hölzenbein. Und da kam Führung nicht mehr heran, aber es gibt wiederum einen Eckstoß. Eckball Nummer 9 für Deutschland. Beckenbauer. Blatzeng. Freistoß für Griechenland. Noch 6 Minuten. Schwarzenbeck. Mann an Iosofidis. Domasos hat heute eine hervorragende Leistung geboten. Einwurf für Deutschland. Besondere Eile hat man dabei nicht. Führung. Geil. Tarzanidis. Vogt einer der Besten in der Mannschaft, ohne jeden Zweifel. Jetzt Tönes. Beckenbauer. Und erneut Ecke, jetzt die Nummer 10. Führung wird sie treten.
Mitte Fee, Geier ist dran, kommt fast an jeden Kopfball. Und noch einmal Ecke, diesmal von der anderen Seite. Wiederholung. Durch Kapellmann. Ja, da hat der Schiedsrichter ein Foul gesehen, es wurde gedrängt, und zwar war das Geier gegen Diokos. Domassos wieder. Hünnes, Beckenbauer. Ferron. Wieder Beckenbauer, alles läuft über ihn. Gut gemacht. Und? Ja, was ist da gepfiffen worden? Es kann nur Abseits sein, denn ein Foul war an Helmut Kremers begangen worden. Wiederholung? Nein. Ja, die offizielle Uhr zeigt noch etwa 2 Minuten, aber es wird mit Sicherheit nachgespielt, meine Damen und Herren. Es hat ja einige Unterbrechungen gegeben durch Spielerwechsel und auch durch Verletzungen. Geier. Richtig gepfiffen, denn Geier kam zwar noch an den Ball, aber er hätte keinen deutschen Spieler erreicht, also keinen Vorteil. Torwart Economopoulos dirigiert seine Abwehr. Zeigt er, wo er gerne eine Mauer haben möchte. Die wird jetzt auch aufgebaut. Beckenbauer wird schießen. Das heißt also sicherlich kein direkter Schuss auf das Tor, sondern irgendein Heber. Nein, noch ganz was anderes. Kremers war das. Und es wird Abschlag gepfiffen, weil Gyrass das zweifelsfrei den Ball gespielt hat. Freistoß für die Griechen. Noch einmal eine Möglichkeit, nach zweimaliger Führung und zweimaligem Ausgleich doch noch zu gewinnen. Gegen den hohen Favoriten. Domassos. Und jetzt Josef Meyer bei dieser Situation. Wiederholung. Vom Spann abgerutscht. So, die Spielzeit ist jetzt um und da kommt noch der Schlusspfiff. Es wird nicht nachgespielt. Ein etwas glückliches Unentschieden für die deutsche Nationalmannschaft, den hohen Favoriten und Titelverteidiger bei diesem ersten Vorrundenspiel zur Europameisterschaft in der Vorrundengruppe 8. Möglich, dass der Platz einen Großteil Schuld mitgetragen hat, dennoch die Leistung der deutschen Mannschaft enttäuschend. Das einzig Gute, was man sagen darf, sie hat zumindest gekämpft. Hat zweimal Rückstand aufgeholt, aber für einen Weltmeister war dieses doch sehr wenig. Und vielleicht passt das Ergebnis bei Ihnen zu Hause in die triste Stimmung des Fuß- und Bietags und des Monats November. Zu Athen, zu frühlingshaften Wetter passt es nicht. Auf Wiedersehen.